Mechalomanie. Leichte Geschosse. Mechs Reichweite plus 25%. Angriff ist die beste Verteidigung. Mechs Schaden 25%, dafür weniger Lebenspunkte. Boah, die brauchen nicht viele Lebenspunkte. Commander, ich werde das sofort veranlassen. So, aber ich möchte euch trotzdem steuern. Warum kann ich dich nicht steuern? Das geht offensichtlich noch nicht. Irgendwas fehlt mir noch. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch noch nicht freigeschaltet. Vielleicht kommt das später dann. Gut, T wieder zurück. T-7. Und wir brauchen Baumwolle. Unbedingt, um noch einen weiteren normalen Fuzzi fertig zu machen. Das sind noch die kleinen Fuzzis. Wir wollen die großen Fuzzis, aber die machen wir ja später. Ich ernte mal selber mit. Dankeschön. Habt ihr hier schon wieder neue Pflanzen gepflanzt? Nein, habt ihr nicht. Das enttäuscht mich ein wenig. Ich brauche mehr Pflanzen. Kommt, macht alles fertig. Ihr seid nicht umsonst angeheuert worden. Dankeschön für Sauerstoff. Den brauchen wir auch. Da gucken wir auch gleich nochmal ins andere Deck, ob wir da schon genügend haben. Ah, Schmuggelware geht raus. Bisher haben wir auch noch kein toxisches Material. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich vorhin sagen wollte. Das toxische Material, wenn wir das haben, dann sind nicht nur unsere Leute hier in Gefahr, weil das hier vielleicht nicht unbedingt gut aussieht, sondern eben auch diese Dinger. Wir können es nicht einfach so hier reinschmeißen, denn ansonsten fliegt uns irgendwann das ganze Ding um die Ohren. Deswegen müssen wir es erst säubern in der Fabrik. Das heißt, wir gehen hier rauf, können dann sagen, hier bitteschön, sauber und ungefährlich, gesäubertes toxisches Material. Und dann können wir es gesäubert reinpacken in die Recyclingstation. Mehrere Sicherheitsdrohnen in einer Crate brauche ich nicht. Danke, danke, danke. Ich bin eigentlich im Moment sehr zufrieden. Es läuft hervorragend, bis auf das wir noch keine Brick haben. Aber die könnten wir noch mit dazu bauen. Und dann bauen wir auch noch einen weiteren Atmosphärefilter, damit die hier hinten nicht ersticken, die armen Leute. Obwohl, bau das mal weiter nach oben. Nein, ich möchte nicht, dass ihr euren Müll bei mir abladet. Ich krieg zwar Geld dafür, aber ich will es trotzdem nicht, weil die Fuzzis dann den ganzen Tag mit Müll hin und her transportieren beschäftigt sind. Und da habe ich ja gar keine Lust drauf. Was haben wir denn hier? Mechtransporter in einer Crate. Okay, Recyclingstation in einer Crate. Mechtransporter in einer Crate. Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber so, ja, okay. Ist okay. Warum auch nicht? Ah, wir haben endlich mal jemanden gefangen. Sehr schön. Ab rein ins Gefängnis mit ihm. Und wir können mal weiter forschen. Endlich die gehobenen Touristen. Dafür brauchen wir noch den Black Hole Drop. Den müssen wir noch bauen. Gut, bauen wir hier mit hin. Auf den warten wir sowieso schon die ganze Zeit, weil es hier kein Adrenalin gibt. Goodie. Wir haben gleich nochmal eine weitere Space-Disco bauen wollen, haben es aber nicht getan. Ups. Achso, das können wir ja jetzt mal selber machen. Na klar. Komm, das machen wir jetzt mal selber. Wir brauchen im Prinzip... Achso, bloß einmal klicken. So. Einmal klicken und dann können wir das in die Länge ziehen. Machen wir einfach so. Dann haben wir auf jeden Fall genügend Platz drumherum. Und jetzt brauchen wir Türen, wo die Leute anstehen können. Tür Nummer 1. Und Tür Nummer 2 und Tür Nummer 3. So, dann können die von drei Seiten anstehen, das ist völlig in Ordnung. Dann brauchen wir das Audiopult, womit dann die Leute hier arbeiten können. Das können wir auch drehen. 1, 2. Wir brauchen eine Lasershow-Drohne. Okay, wenn ich Shift gedrückt halte, dann macht er ein Problem. Okay. Ich darf Shift nicht gedrückt halten, ansonsten kann ich nicht mehrere auf einmal setzen. So, wir haben jetzt hier 3 Laserdrohnen. Achso, die haben 4 Stück. An jeder Ecke haben die einen so ein Hologramm. Na gut. So, fertig. Für 9300 eine relativ kleine, aber süße Disco gefeiert und gemacht. Das ist gut. Und vor allem können wir jetzt auch noch jemand weiteres mit anstellen. Ach, guck mal, er hat einen hübschen Strohhut bekommen. Oh, Glückwunsch. Und das werden wir auch tun. Celebrama einstellen. Erstmal befördern natürlich. 3 weitere Celebrama dürften reichen. Dann haben wir 8 Stück. Das ist völlig ausreichend.
Und, oh Gott, ich muss definitiv wieder ein paar Leute befördern. Triaden glücklicherweise nicht, aber Bugratorianer und Chelgorianer und Leviathananer. Alle befördern. Okay, sehr schön. Hat geklappt. Genügend Energie haben wir auf jeden Fall noch übrig und wir können wieder forschen ohne Ende. Freischalten. Herzlichen Glückwunsch, Commander. Sie haben die für diese Basis maximal verfügbare Kategorie freigeschaltet. Wenn ich anhand Ihrer bisherigen Erfolge eine Leistungskurve approximiere, dann können wir vermutlich damit rechnen, dass Sie das Forschungszentrum in endlicher Zeit zur Verfügung haben werden. Ja, so sieht's aus. Wir bauen das Forschungszentrum und stellen dann Eureka ein, damit die sich darum kümmern können, das alles hier abzuforschen und fertig zu machen. Vor allem können wir jetzt auch Kampf erforschen. Das heißt, wir gehen da mal rauf und sehen, wir können sogar unsere Sicherheitsdrohnen ausbauen. Auf der anderen Seite, antimaterielle Kosten, materielle Feinde, Sektorschotten, Öffnungskosten minus 50%, mehr Feinde in jedem neuen Sektor. Antimaterielle Kosten, materielle Unrat. Ich freue mich, dass Sie es mittlerweile endlich fertiggebracht haben, ein Labor errichten zu lassen. Dann nehme ich lieber mehr Feinde. Damit können Sie sich nun auch der Vertiefung bereits vorhandener Forschungen widmen, dem eigentlichen Ziel, das Sie bereits vor gefühlt einer Stunde hätten beenden sollen. Ach, aber komm. Wie pflegen die wolvonischen Braumeister zu sagen, was lange gärt, wird endlich gut. Forschung vertiefen. 8 Stück sollen wir abschließen, das machen wir. Das heißt, wir forschen jetzt erst einmal, was forschen wir denn? Wir könnten im Prinzip unsere Fuzzis fertig forschen. Dafür brauchen wir nämlich die kleinen Fuzzis, die wir jetzt schon produziert haben, um daraus große Fuzzis zu machen. Und wir werden zusätzlich dafür forschen, diese Dinger hier auszubauen, dass die noch mehr Reichweite haben. Oh, das wird gut, Leute, das wird gut. Es gibt viele sehr nützliche Forschungen, das finde ich perfekt. Die Dinge brauchen wir, um selber dann auch Crates von Atmosphärefiltern fertig zu machen. Deswegen nehme ich die jetzt schon mal mit, pack die hier oben mit rein. Ups, okay, nicht viel übrig geblieben. Offensichtlich haben die lange Zeit keinen Sauerstoff mit hochgebracht. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Oh nein. Hier ist noch Medizin. Ach, komm schon. Seid nicht so gemein. Bringt mich wieder heim. Warten auf Arbeiter. Wir können ja mal gucken, wie die gerade am Forschen sind. Die Eureka. Wann auch immer sie anfangen mit ihrer Arbeit. Da kommt der Erste. Ich gucke den Leuten ja sehr gerne bei der Arbeit zu. Nicht, dass ich anderen Leuten gerne bei der Arbeit zusehen würde. Nein, niemals. So schön, also er forscht jetzt hier an dieser Crate schon mal rum, sodass dann bessere Fuzzis dabei rauskommen. Wann das der Fall ist und wie lange es ungefähr dauert, das sehen wir dann im Forschungsfenster. Es ist natürlich schneller, wenn mehrere Leute auf einmal forschen. Da kommen nämlich schon welche, oder da kommt zumindest einer. So, der forscht schon mit, das geht jetzt schon mal ein bisschen fixer. Und da kommen die letzten beiden. Er hat sich sogar schon einen Hut gesichert. Ich finde die Hüte einfach nur genial. Ich finde die einfach toll. So, wie sieht's aus? Ganz gut. Der arbeitet auch hier mit und der andere geht noch dort drüben mit rein. Was macht der? Seht ihr gar nicht, ne? Der hängt dort rum, okay. Sehr schön, das bedeutet, wir haben jetzt gleich die Forschung abgeschlossen. Es geht jetzt immer fixer, dadurch, dass so viele Leute mit bei sind. 4 Stück, das ist völlig in Ordnung. Und wenn wir erstmal durch sind mit den Fuzzis, dann machen wir weiter mit den Atmosphärefiltern. Vorausgesetzt, wir haben dann genügend Sauerstoff zur Verfügung stehend. Ansonsten haben wir ein Problem. Ich glaube, ich sollte nochmal gucken, ob Sauerstoff da ist. Das nehme ich mit. Kein Sauerstoff. Es missfällt mir so ein bisschen. Commander, ich gratuliere Ihnen. Sie haben alle benötigten Forschungen bereits vertieft. Oh, Moment. Sie haben gerade mal die erste Forschung vertieft. Entschuldigen Sie, ich habe nicht auf die konkrete Zahl geachtet, sondern bin nach der Standard-Evaluierungskurve davon ausgegangen, dass Sie nun auch endlich zum Ziel gelangt sind. Entschuldigen Sie mein Versehen. Weil du bist ganz schön fies, weißt du das?
Übrigens wird am Anfang ja ein Bild eingeblendet, wo drin steht, dass einem schlecht werden könnte durch die Bewegungen hier. Ich kann es mir gut vorstellen, auch wenn mir nicht schlecht wird. Definitiv nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. So, her mit dem Sauerstoff. Ich will nämlich bessere Atmosphärefilter haben. Oh, es ist Commander, meine Sensoren erfassen merkwürdige Kokos auf dem Biodeck. Ich persönlich würde Todeslaser nicht verfügbar. Ach ja, nun Commander, Sie sind ja ein kreativer Kopf. Ich bin sicher, Sie finden eine Lösung. Okay, du kommst mal bitte mit. Und gehst... Du gehst nirgendwo hin. Warum nicht? Lauf los! Warum kann der nicht laufen? Okay, da muss ich eben die Drohnen schicken. Wo sind die Kokons? Da. Ich kann nichts machen. Das gefällt mir gar nicht. Ach, der Inspektor soll ruhig kommen, das ist mir egal. Mir geht das hier so ein bisschen gegen den Strich. Commander, meine äußerst empfindlichen Sensoren haben bemerkt, dass etwas aus diesem Kokos auf dem Biodeck geschlüpft ist. Kokos. Demzufolge sind diese Wesen Karnivore und sehen ihre Alien-Besucher als Delikatesse an. Das dürfte interessant werden. Arbeitsgeschwindigkeit im Forschungslabor 50%, Kosten für Anheuern und Befördern plus 200%. Forschungslabor, Arbeitsgeschwindigkeit minus Null, komm. Die wollen wir auf jeden Fall besser machen. Commander, die Energie scheint Ihnen heute mal wieder besonders locker zu sitzen. Der kann nicht herkommen, obwohl dort ein Teil mit bei ist. Können die Sicherheitsdrohnen denn rauf? Ich kann die nicht steuern. Irgendwas stimmt nicht. Normalerweise konnte ich die steuern. Vielleicht muss ich das erst noch freischalten? Ich habe keine Ahnung. Was ist, wenn ich das hier Schaden verbessern? Aber das dürfte ja trotzdem nichts ändern an der Steuerung an sich. Ich kann die nicht steuern. Ich meine, solange die von alleine darauf kommen, die anzugreifen, das soll mir das recht sein. Aber das Problem ist, dass die ja nicht nur eine Sache richtig machen. Ja, sehr schön. Macht sie kaputt. Kann ich nicht steuern. Sehr eigenartig. Gut, okay, dann Commander, lassen wir es. Sie haben soeben die erste feindliche Kohlenstofflebensform vernichtet. Normalerweise wäre dies kaum mit den Asimovschen Gesetzen in Einklang zu bringen, aber glücklicherweise habe ich diese Direktiven alle deaktiviert. Alle elektronischen Einheiten an Bord sind nun kaltblütige Killermaschinen ohne Erbarmen. Ich denke, damit können wir alle gut leben. Definitiv. Ich mache mir da überhaupt keine Sorgen mehr. Alle Dude. Du hast noch Sauerstoff. Sehr schön. Wir produzieren zu wenig Sauerstoff. Ich brauche mehr. Dann machen wir das hier jetzt auch auf. Super Dünger. Pflanzenwachstum plus 100% lässt eventuell Ungeziefer auf dem Biodeck deutlich schneller wachsen. Oh, wer seid ihr denn? Extra Ressource bei Ernte lässt eventuelles Ungeziefer auf dem Biodeck deutlich stärker Ihre werden. Einheiten kämpfen gerade, Commander. Na, beides ist doof. Superwachstumdünger wird umgehend auf dem Biodeck verteilt. Alles wird dort nun sprießen und gedeihen, Commander. Ich wünschte, das könnte man über Ihre Fertigkeiten auch sagen. Komm, Val. Sei nicht so fies. Kann ich steuern. Nee, irgendwas stimmt nicht. Muss ich gleich nochmal gucken. So, nein, will ich nicht. Aliens meinetwegen behandeln lassen. Alles ist gut. Die sind alle kaputt. Wunderbar. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns hier weiter auszubreiten und kriegen diese Pflanzen, die zusätzlich, ja, eigentlich nur
Medikamente bringen, aber nicht unbedingt Sauerstoff. Ich brauche mehr Sauerstoff, um die Atmosphärefilter erforschen zu können. Und das ist tatsächlich im Moment sehr schwierig, muss ich zugeben. Schaltkreise und Mineralien, nee, danke. Wir haben ein HIG-Antibiotika-Spray bekommen. Holokristalle, Schmuggelware, Schaltkreise, Plastik 2 und verpacktes... Commander, meine Sensoren haben weitere Kokos auf dem Biodeck erfasst. Schon wieder Kokos. Ich mag den Namen. Okay, weitere Kokons. Wo denn das? Vielleicht muss ich einmal speichern und neu starten. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht soll ich das wirklich noch nicht. Aber wozu ich dann diesen Roboter fertig gemacht habe, weiß ich auch nicht. Ihre Einheiten befinden sich im Kampf. Ach, hier. Schießt du auf... Ach, du schießt schon auf die Kokons. Ja, wunderbar. Ich will das nicht ablegen, ich will es mitnehmen. Wir nehmen jetzt erstmal alles mit, was wir finden können. Wir brauchen unbedingt mehr Sauerstoff. Dass wir so wenig Sauerstoff hier produzieren, das macht mich gerade so ein bisschen fertig. Wir brauchen mehr. Commander, aus den Kokos sind weitere feindliche Kreaturen geschlüpft. Na, die bösen Kokos. Ah, ich mag den Namen Kokos. Ah, vielleicht habe ich auch nur seinen Eingang irgendwie versperrt, aber ich habe doch extra darauf geachtet. Und normalerweise müsste ich auch die Drohnen steuern können. Also irgendwas stimmt nicht. Eigenartig. So, das steht soweit. Wir haben jetzt wieder 5 Sauerstoff. Hoffentlich reicht das so langsam mal. Ich muss unbedingt mehr Sauerstoff haben. Commander, Sie machen Startopia offensichtlich zu einem akzeptablen Ort für Besucher. Sowieso. Wir haben zwar nichts mehr dafür getan, aber ist in Ordnung. Ich gebe mein Bestes. Danke, danke. Macht sie fertig. Haut sie um, diese Kokos. Die Kokons. Die Kokos. Das ist einfach nur genial, wirklich. Sehr schön. Hier ist noch alles gut, ne? Zumindest scheint es hier keine Probleme zu geben. Ich sollte mal wieder weiter forschen, es geht nie anders. Mehr Sicherheitsdrohnen. Das wäre vielleicht mal eine Maßnahme, dass wir erstmal die Sicherheitszentrale ausbauen. Dafür brauchen wir aber, wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, ich kann ja jetzt die Atmosphärefilter nicht fertig machen, ich kriege ja einfach keinen Sauerstoff. Der Sauerstoff wird ja schon für diese ganzen einzelnen Atmosphärefilter verbraucht. Wir verbrauchen ja mehr Sauerstoff, als wir überhaupt produzieren hier an diesem Deck. Komme auch nicht dazu, mehr zu machen. Hallo, hat irgendjemand Sauerstoff für mich? Liegt hier irgendwo O2 rum? Oh Mann, ist das gemein. Seid ihr fies? Ja, vielleicht sollte ich einmal speichern und neu laden. Dann kann ich vielleicht auch die anderen Dinger steuern. Oder wir forschen erstmal weiter. Habe ich den wirklich falsch hingebaut? Ich habe doch extra darauf geachtet. Wir gucken mal ganz kurz. So, wenn ich das jetzt wegnehme. Ist alles gut. Der kann da runterlaufen. Ich verstehe es nicht. Ich kann ihn nicht steuern. Das geht nicht. Kann ich auch so nicht lenken. Ich habe es gerade versucht. Ach Mann. Ist das fies. Jetzt sehe ich gar nicht mehr durch. Wo bin ich denn? Hier. Na gut, dann machen wir eine kleine Pause. Wir sehen uns gleich wieder hier in dieser Mission und ich speichere einmal, starte das Spiel neu. Vielleicht funktioniert es dann. Bis gleich.